Mein Thema ist heute der Femtosekundenlaser in der refraktiven Chirurgie. Und das Leitbild ist ein bisschen, wie man links unten sieht, der erste deutsche Experimentalphysiker und derjenige, der schöne Aphorismen verfasst hat, war Herr Georg Christoph Lichtenberg, der gesagt hat, man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen. Und für uns war auch die ganze Femtosekunden-Laserchirurgie so ein Augenöffner. Vorher haben wir es immer nur auf Kongressen gesehen und dann selber gemacht. Und das hat wirklich das Spektrum sehr erweitert. Voltaire sagte, das Bessere ist der Feind des Guten. Und auch hier, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Da aber häufig dazu geneigt wird, die ganze Medizin sehr als die Eminence-Based Medicine zu betreiben, haben wir mal versucht, mit der klassischen alten Dialektik, wie es hier von Platon ehemals in der Philosophie aufgebracht worden ist, diese alte Dialektik, sprich These, Antithese, gibt eine Synthese, die Wahrheit zu finden und hoffen da auf einem guten Weg zu sein. Die Definition des Femtosekundenlasers brauche ich Ihnen nicht vorzulesen, das kennen Sie, er wird in verschiedenen medizinischen Gebieten angewandt. Vor allem interessant ist, dass es einfach ein sehr gutes Präzisionskalpell ist. Das ist das Hauptanwendungsgebiet des Lasers. Zur Rechten, das Bild ist von Dürer, heißt Scientia, man sieht die Waage und alles das, was man damals in der Wissenschaft gebraucht hat, um zu messen. Der Femtosekundenlaser, ist er jetzt eigentlich ein Luxusprodukt oder ist er schon angekommen in der Chirurgie? Und ich fand das sehr interessant, dass auch der Professor Aufsatz der Meinung ist, der Femtosekundenlaser ist eben angekommen. Wir haben schon einige Vorteile, die wir genießen können. Mein akademischer Lehrer und chirurgischer Lehrer, Herr Professor Gerke, den ich sehr schätze, hier bei seiner Verabschiedung in Wuppertal mit seiner Frau. Der hat gesagt, wenn Sie sich irgendwann mal so grenzwertige Entscheidungen haben bei Patienten oder wenn Sie eine grenzwertige Entscheidung haben, ob Sie sich ein Gerät kaufen, fragen Sie einfach, ob Sie Ihre Eltern damit operieren würden und damit können Sie eigentlich nie einen Fehler machen. Gut, das ist mein chirurgisches Leitbild geblieben. Das ist ein Satz, den ich mir gut gemerkt habe. Und wenn man sich hier ansieht, die Evolution der kornealen refraktiven Chirurgie, der Begriff ist entlehnt aus der Biologie. Wir sprechen also nicht von Revolution, sondern von Evolution. Dann fing das Ganze an mit der radialen Keratotomie. Und das fand ich recht sportlich. Das hätte ich bei meinen Eltern nicht gemacht. Deshalb habe ich es auch niemandem angetan. Die PRK war natürlich diesbezüglich deutlich besser, aber eben schmerzhaft und die Gefahr des Haze. Die LASIK, die Weiterentwicklung, war natürlich für den Patienten schon deutlich besser, weil weniger schmerzhaft, auch ein bisschen weniger Haze. Aber wenn man sich so die Mikrokeratome anguckt und die muss man dann zwischen die Lider zwängen und hat einen On-Off-Mechanismus, das heißt, ich trete auf ein Pedal, der ganze Mechanismus läuft ab wieder zurück, ich kann sie nicht steuern, war mir auch noch unangenehm, wo ich dann angefangen habe, mehr mit dem LASIK-Schnitt zu machen, war die Femto-LASIK, weil ich gesagt habe, jetzt fängt es für mich an, interessant zu werden. Ich setze ein kleines Glas auf die Hornhaut, der Patient spürt kaum was und ich kann jederzeit diesen Vorgang der Femto-LASIK unterbrechen. Das heißt, es gab einen riesigen Sprung in der Sicherheit der Methode. Aber zum Schluss hatten wir noch den Flap. Das heißt, ein Problem blieb dann am Ende des Tages bestehen. Und diese Flap-Komplikationen kennen wir alle, ob das Flap-Falten ist, ob es eine Flap-Dehiszenz ist, ob es etwas unter dem Flap ist, ob es Kinderfingerverletzungen sind, alle diese Sachen. Und dann kam die Relax Smile und als ich da die ersten Aufnahmen gesehen habe, war ich zutiefst beeindruckt, weil es ist einfach nicht nur nicht schmerzhaft, sondern es hat einfach keinen Flap mehr. Das heißt, welche Komplikationen stehen eigentlich noch im Haus? In unseren Händen hat es bis jetzt noch keine, außer Haze 1+. Das ist das Allerschlimmste, was wir jemals erlebt haben. Patient sieht 1-0, sagt nachts beim Autofahren, merkt er noch ein bisschen mehr Blendung, als es vor der Operation war. Wenn man das mit den sonstigen Komplikationen vergleicht, dann ist das natürlich schon ein Riesensprung nach vorne. Deshalb hatte ich einfach mal diesen sehr gängigen Satz gesprägt, relax, smile your glasses away. Und die beiden Sachen mal gegeneinander verglichen. Ich lasse einfach mal die Filme ablaufen. Den rechten, glaube ich, kennt jeder. Das ist die klassische Femtolasik.
Auf der linken Seite wird es interessanter. Hier wird der Lentikel geschnitten, erst die Unterfläche, das heißt, das Kontaktglas sitzt auf dem Patienten auf. Der ganze Schnitt findet in einem kontrollierten Medium statt. Deshalb hat man auch extrem gute Ergebnisse, weil der Flap nicht aufgefaltet wird. Und das heißt, ich mache die Operation in einem geschlossenen System. Ich muss nicht aufklappen und dann auf dem Auge rumschießen, was auch für den Patienten relativ unangenehm ist. Sie sehen es, wie der Patient hin und her blickt. Das heißt, wir haben die ganzen Scanner, aber es ist eigentlich auch für den Patienten anstrengend. Auf der anderen Seite entfernen wir hier auf der anderen Seite einen Lentikel und da hat sich heute netterweise eine Patientin zur Verfügung gestellt, weil das war etwas, wo ich dachte, ups, das könnte die Methode begrenzen, weil man muss den Lentikel präparieren und das könnte ja für den Patienten sehr unangenehm sein. Interessanterweise ist diese Methode für den Patienten deutlich angenehmer als diese. Dazu gibt es auch eine Studie von Herrn Meter aus Singapur, der sowohl die Patienten als auch seine Chirurgen befragt hat, welche Methode die bevorzugt haben, hat die Augen einmal mit der einen, einmal mit der anderen Methode und das ging eindeutig Richtung Relax Smile. Wenn man das Ganze im Sinne der These, Antithese, die beiden mal gegenüberstellt und dann die Synthese rausbekommt, dann sieht man, dass man bei Drucksteigerung, Patientennervosität, bei einem geschlossenen System, Patientenverträglichkeit und auch vom Arzt bevorzugte Methode, das ist das, was ich gerade zitiert habe von Herrn Meter aus Singapur, den Vorteil eindeutig bei der Relax Smile hat. Das ist eine interessante Sache, die wir gerade im Moment versuchen noch aufzuarbeiten. Wie ist denn die Deformationsstabilität nach den beiden Verfahren? Die Deformationsstabilität haben wir hier mal aufgezeichnet, aber sind noch ganz weit davon entfernt, relevante Daten zu haben. Das ist so ein kleiner Ausblick, wo wir gerade versuchen, ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, aber eben nur ein Ausblick, da haben wir noch keine relevanten Daten. Nochmal die dialektische Abwägung, welche von den beiden Methoden nehme ich? Bei der Visus-Sicherheit sind beide gleich, bei der Effizienz auch, da haben wir auch eine Studie gemacht, das Ganze gezeigt, tragen das auch auf den Kongressen vor. Induzierte Aberrationen haben wir ungefähr das gleiche, Regression bei beiden ungefähr das gleiche, bei der kornealen Stabilität bis bei unseren Messungen bis jetzt das gleiche, aber wie gesagt, die Datenmenge ist einfach noch viel zu klein, die ist noch nicht relevant. Visus, erster postoperativer Tag und hier muss man einfach zugestehen, ist der Vorteil bei der Femtolasik. Das heißt, ein Patient, der sagt, eine langfristige Stabilität interessiert mich nicht, aber ich komme hier, ich muss am nächsten Tag wohin fliegen oder aus welchen Gründen auch immer, ich möchte am ersten Tag nach der OP besser sehen, dann sollte man keine Smile machen. Da ist die Femtolasik eindeutig überlegen. Sie landen mit der Smile meistens nur bei 0,8, selten bei 1,0 oder 1,2, das bei einer guten Femtolasik eigentlich fast die Regel ist. Also hier ist der Vorteil bei der Lasik. Postoperatives Schmerzen ist die Smile unglaublich. Patienten berichten nur ein bisschen Fremdkörpergefühl. Trockene Augen gibt es nicht. Das heißt, bei Leuten, die Kontaktlinsen nicht vertragen, setzen wir diese Lasermethode ein. Also das ist auch ein großer Sprung nach vorne. Nachts die Augenklappe muss nicht mehr getragen werden bei der Relax Smile. Sie können am selben Tag duschen, können am nächsten Tag Sport machen. Kampfsport, Tauchen ist kein Problem, Kinderfinger nicht, Kontaktlinsen, Unverträglichkeit nicht, das Komplikationsspektrum des Flaps entfällt komplett, Infektionen haben wir bis jetzt auch noch keine gesehen. Deshalb ist für uns die Smile wirklich mit 3 Smileys versehen, wir sind vollends überzeugt und die Anwender, Professor Sekunde war der erste in Deutschland, stehen mittlerweile auch sehr dahinter und die beide Laser haben, haben sich komplett umgeschwenkt von der Femtolasik rüber zur Smile-Methode. Ich mache keine Femtolasik mehr, außer bei speziellen Operationen, bei denen ich eine Topografie gestörte Lasik, gesteuerte benötige. Dann ein sehr interessanter Anwendungsbereich und der Patient ist heute auch hier, ist der intrakorneale Ring bei Keratokonus nach Crosslinking. Hier sehen wir mal die Ergebnisse bei den Patienten. Vor dem Crosslinking war der Fernvisus 0,3. Nach dem Crosslinking war der Astigmatismus besser, was nicht unbedingt sein muss. Da wurde der Patient auch darüber aufgeregt. Das kann sein, muss aber nicht sein. Die meisten sind stabilisiert, aber nicht unbedingt besser. Hat sich aber auf dem Visus nicht ausgewirkt, weil das optische Zentrum ist ja immer noch nach unten gerutscht. Dann haben wir die Ringsegmente eingesetzt und der Visus ist hier.
und es gibt keine monokulären Doppelbilder mehr. Das ist das, was den Patienten noch am allerweitesten nach vorne gebracht hat. Wir dachten dann, ja wunderbar, das muss man doch in der Aberrometrie ganz deutlich sehen und waren dann wirklich erstaunt über diese Ergebnisse. Also diese SC-Visus-Steigerung und diese SC, die Doppelbilder sind jetzt weg, konnten wir in den Aberrometrien nicht messen. Und da waren wir sehr überrascht, dass dem so war. Dann möchte ich einmal kurz den Film abspielen. Die Operation selber ist sehr kommod. Den ersten Kurs habe ich nochmal gemacht auf der ESCRS mit Instrumenten, habe das gleich wieder sein gelassen, weil ich gemerkt habe, so talentiert bin ich dann doch nicht, dass ich so einen Tunnel präparieren kann. Was meiner Meinung nach auch nicht möglich ist. Ich kann nicht 100 Mikrometer zum Endothel mit einem Messerchen und einer Sichel einhalten. Der Laser kann das natürlich. Sie haben gesehen, das Ganze ist ein bisschen dezentriert auf die optische Achse, also nicht unbedingt auf die Pupillenmitte, sondern ich habe hier die optische Achse für die Orientierung und Ausrichtung der intrakornealen Ringsegmente gesehen. Das ist kein von uns entwickeltes Instrument, sondern das erlag dem Steri. Da war die Bearbeitung nicht so zart, wie sie sein sollte. Hier wird der Tunnel eröffnet, danach wird er vorpräpariert, das Ganze mit einem Spatel, den der Herr Pfeffel erfunden hat, den wir hier zweckentfremdet haben. Das ist das Ringsegment, wie es angeliefert wird und dann eben in die Hornhaut implantiert wird. Das sehen wir gleich nach Crosslinking. Es gibt eine Diskussion, macht man das gleichzeitig mit dem Crosslinking ein Jahr später? Es ist natürlich gleichzeitig mit dem Crosslinking einfacher, weil die Kollagenfasern nicht quer vernetzt sind. Das heißt, man merkt, man muss hier dann ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Es ist chirurgisch schwieriger, aber ist natürlich für den Patienten besser, weil durch das Crosslinking verändert sich die Hornhaut nochmal. Und nach einem Jahr, wenn die Hornhaut stabil ist, ich das Ganze verfolgt habe und dann erst die Ringe einsetze, hole ich natürlich für den Patienten mehr raus. Für den Chirurgen wird es schwieriger, für den Patienten wird es besser und um den geht es ja. Also Sie sehen, das Vorschieben geht, ist möglich und dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder das nächste Dia weiter. Das ist das Ergebnis nach der Operation und die Seherholung war, wie gesagt, sehr gut. Wir werden den Patienten gleich kurz noch befragen dazu. Dann noch eine andere Sache, wo man den Femtolaser zu nehmen kann, aber eben noch ein bisschen den Nachteil, das Flaps hat, aber wenn man sich anguckt, deshalb die Frage war nicht hinterlistig, weil ich gestern mit dem Professor Auffahrt schon darüber gesprochen habe. Und zwar geht es darum, eine gute Methode ist Presbyopie-Korrektur. Bei uns, auf gut Deutsch gesagt, schlagen immer mehr Patienten auf, die keine Lesebrille haben wollen, was ich verstehen kann, es ist einfach lästig. Und die meisten werden dann eben mit der Multifokallinse versorgt. Aber eigentlich steht uns auch diese reversible Methode zur Verfügung, die in Amerika gerade durch die FDA-Studie gibt. Die größten Zahlen wurden bis jetzt in Mexiko operiert. Das ist dieses kleine durchsichtige Kollagenimplantat, deshalb wird es auch in Raindrop umbenannt, das über der Pupille platziert wird. Was ein bisschen schwierig ist, man muss den Flap fast trocken zurücklehnen. Und hier habe ich gemogelt, das ist nicht der erste, sondern der vierte Versuch, damit man den Flap schön zurücklegt, was muss trocken geschehen. Und das ist ein deutliches Stück schwieriger. Jetzt haben wir die Technik erarbeitet, haben mit Goida neue Instrumente dafür entwickelt. Und jetzt ist die Frage, was kommt denn bei dem Auswand raus? Das ist der präoperative Visus, also wir haben das bei einem emmetropen Patienten gemacht. Er benötigte immer eine Lesekorrektur. Der Intermediärvisus war beeinträchtigt, wie Sie hier sehen können, beim Intervenivers SCCC. Und ein korrekturfreier Visus war eben nur in der Ferne vorhanden. War Handwerker, über Kopf arbeiten, das heißt für ihn also eine schlechte Ausgangssituation. Hier sehen wir die postoperativen Werte, den monokularen Visus und den binokularen Visus. Und das war etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Wir verfolgen ihn noch weiter, haben noch nicht den zweiten Patienten gemacht. Wir wollen einfach Stück für Stück gucken, wie entwickelt sich denn dieses System und die Datenmenge. Jetzt in San Francisco bei der ASCRS werden wir die neuen der FDA-Studie vorgestellt. Und da war der Nahvisus nach dem Eingriff stark verbessert. Der Mon- und Binokulargefermis erreichte fast die präoperative Qualität und es war keine Korrektur mehr notwendig. Das hat uns extrem fasziniert, wie effektiv diese Methode war. Hier sieht man nochmal, wie sich die Kornea verhält mit dem Implantat. Das Implantat ist hier nur zu sehen, weil der Patient hat Dexazine-Edo genau über eine Woche getropft, hat es danach weggelassen und dann nicht mehr. Das hat einen kleinen Haze ergeben.
Das heißt, deshalb ist das Implantat sichtbar. Normalerweise kann man es gar nicht darstellen. Man sieht prä- und postoperativ in der kornealen Topografie kaum einen Unterschied. Das ist erstaunlich. Die Aberrometrie zeigt einen Monat postoperativ, zeigt sie einen Unterschied, der geht aber nach 3 bis 6 Monaten weg. Dadurch gehen die störenden Erscheinungen weg und die positiven bleiben komischerweise. Ganz kapieren tue ich es ehrlich gesagt nicht. Aber man hat eine extrem zügige Visuserholung. Der Patient konnte am nächsten Tag 1-2 in der Nähe lesen. Das ist schon wirklich rasant. Hatte einen deutlichen Myopie-Shift direkt danach. Der Fernvisus erholt sich nach 3 Monaten. Das muss man dem Patienten unbedingt sagen. Auch bei den allen anderen Studienpatienten, es dauert so lange, bis der Fernvisus wieder da ist. Aber dann hat man natürlich wirklich eine wunderbare Methode. Das war Urteil des Patienten, der konnte heute leider nicht, den hätte ich auch gerne vorgestellt. Er war auch extremst zufrieden. Und den LensEx, den wir jetzt betreiben, um eben die ganzen Vorteile der Kataraktchirurgie nochmal zu verbessern, vor allem im Premium-Bereich bei Premium-Linsen, wollte ich hier noch einmal vorstellen. Auch ein großer Vorteil sich ist, man kann sehr schöne bogenförmige Keratotomien machen. Diese Qualität war natürlich vorher nicht möglich, die Rexis-Qualität war nicht möglich, aber all das haben wir schon gesehen. Wir haben das dann, der Herr Weverungen, der hier ist, der die Constellation, die Vakuummaschine betreut, nannte das irgendwann, hat sich das angeguckt, gesehen, wir nehmen ja nur noch Vakuum, keine Vakuumenergie mehr, hat dann gesagt, weiß ich mal, eine Bio-Vakuum. Deshalb hier die beiden Zeichen. Ob man das jetzt auf die Spitze treiben muss, das kann jeder selbst entscheiden, aber es macht halt Spaß. Hier sieht man das Andock-System, das Auge wird erstmal angedockt. Danach wird das OCT geschrieben, erst wird der Limbus zentriert, das heißt ausgerichtet, danach die Inzisionen, das glaube ich ist jetzt ohne bogenförmige Keratotomie, die würde dann hier noch kontralateral erscheinen. Als nächstes wird die Rexis nochmal in dem ganzen System zentriert. Wenn das geschehen ist, ja, das war eine der ersten OPs, auf den falschen Knopf gedrückt, dürfte ich alles nochmal machen. Aber das dann war mein Unvermögen. Geht gleich noch weiter. Und zwar, wenn das geschehen ist, dann wird das Auge vermessen. Das heißt, hier unten klickt man auf so eine Zeile. Danach wird das Auge vermessen, nachdem nochmal die Linse zentriert. Das hatte mir nicht ganz gefallen von der Zentrierung der Rexis. Jetzt wird das Auge vermessen. Hier oben sehen Sie sozusagen Ober- und Unterrand der Energie. Das hier ist die vordere Kapsel. Man guckt praktisch, dass die Kapsel innerhalb der Explosionszone des Femtosekundenlaser liegt. Danach sieht man sich an, ob das mit dem Kern stimmt. Und dann wird die Inzision nochmal verbessert. Man möchte eine 3-Stufen-Inzision. Und danach geht der Laservorgang vor sich. Das Ganze dauert ungefähr Pi mal Daumen 2 Minuten. Man kann das Ganze an den Balkendiagrammen hier verfolgen, aber ich denke, wir haben jetzt schon die schönen Aufnahmen vom Professor Auffahrt gesehen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Manchmal ist der Weltenlohn aus positiv. Das war ein Patient, den wir mit dem LensEx operiert haben, mit einer Trifokallinse und der dann im Internet so über uns geschrieben hat. Er konnte also problemlos in den verschiedenen Distanzen sehen. Und tags und nachts genauso ohne Brille Auto fahren. Das Ganze spielt so ein bisschen bei uns noch im Premium-Bereich statt, weil einfach die Kosten noch sehr hoch sind. Dieser Laser kostet 350.000 Euro, pro Auge kostet das 1.500 Euro. Das heißt, wir haben auch in diesem Bereich dann ein bisschen aufgerüstet, auch weil einige Patienten oder einige Kollegen hatten uns private Patienten geschickt, die gesagt haben, sie hätten gerne, wenn sie irgendwas noch verbessert hätten, wir machen so Bögen, den Service und die Warteraumqualität sollte noch besser sein. Wir haben versucht, das Ganze aufzunehmen. Bei uns sieht es jetzt so aus, hier mit so einer, haben wir gestern noch gemacht, mit einem iPhone, so ein Panoramafoto. So sieht jetzt der Wartebereich aus, so sieht das Behandlungszimmer aus. Also alles ein bisschen netter und in warmen Farben. Das nächste Projekt, das wir diesbezüglich angehen, ist eigentlich eher was anderes. Und zwar werden wir ab April noch eine Augenklinik haben hier im Grand Arc. Hier oben sehen Sie die Aufteilung mit 23 verschiedenen Fachrichtungen, eine Station.
Das Ganze ist gelegen, kennen Sie wahrscheinlich, hier ist die Grafenberger Allee, das hier ist Grand Arc, früher war da Thyssen drin, hier vorne ist BMW, hier ist das Arbeitsamt. Das ist das nächste Projekt und das wird auch nicht Breyer und Kaimak Augenchirurgie heißen, sondern das ist einfach die Grand Arc Augenklinik. Wir werden da nicht im Vordergrund stehen, die aber exklusiv betreiben. Was ist jetzt die Schlussfolgerung? Haben wir die Wahrheit gefunden mit der Methode der These und Antithese? Ich denke schon, wir haben die verschiedenen Methoden gegeneinander abgewogen. Datenmaterial habe ich hier genügend auf dem Computer, wen die Details dann noch interessieren. Und wir sind der Meinung, wie auch Professor Auffert, der Femtolaser ist nicht nur was Neues, sondern der ist einfach auch für die bessere Alternative in Zukunft erst recht. Wir sind der festen Überzeugung, dass Smile besser als Femtolasik ist, haben komplett umgestellt. Für die Präparation von ICRS ist er meiner Meinung nach sogar unverzichtbar. Ich persönlich könnte es auf keinen Fall mit der Hand. Und ist ein sicherer Flapschneider für das Raindrop-Implantat. Patient muss eben nur über die Komplikationen eines Flaps aufgeklärt werden. Deshalb denke ich, ist der Femtosekundenlaser wirklich ein Sicherheitsgarant, ein Schritt in die richtige Richtung und ein optimaler Partner für die Premium-Chirurgie. Um mit Voltaire dann auch zu ändern, das Bessere ist der Feind des Guten, der Femtosekundenlaser ist es meiner Meinung nach sicherlich. Wen ich noch mal wirklich gesondert erwähnen möchte, wer sich viel um die Dias kümmert, ist die Dr. Corinna Pohl. Die hat die ganzen Daten erhoben und dafür einige Abend- und Nachtstunden geopfert, dass wir hier mal glänzen dürfen. Herzlichen Dank, Corinna, an dich. Du machst es wunderbar. Und zum Schluss, den Kreisler, kennen den alle oder kennt den jemand oder mag den jemand? Den Georg Kreisler? Die Wanderniere, ist es bekannt? Möchte es jemand hören? Nein, okay, dann mache ich es auch nicht. Dann gehe ich einfach eins weiter. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, es war keine gute Idee. Damit verabschiede ich mich. Herzlichen Dank. Ich denke, ich übernehme mal die Moderation jetzt, während vielleicht Herr Hoffmann sich schon langsam einbaut. Eine Frage von mir zum Raindrop. Können Sie mal vielleicht auch für die Kollegen, die sich da nicht so auskennen, den Unterschied auch zu diesen anderen Implantaten, wie der Camra, die ja auch zur Presbyopiebehandlung genommen wird, kurz Stellung nehmen oder was zu sagen? Gern. Das Camra-Implantat haben wir persönlich nicht genommen. Uns scheint der Durchmesser ein bisschen sehr groß. Dann mit Pinhole nehme ich auch am Ende des Tages, irgendwie muss ich Kontrastsensitivität wegnehmen. Ich habe nicht so einen guten Fernvisus. Man kann es von außen sehen. Also so einige Sachen, die uns nicht so gut dran gefallen, wo wir denken, dass das Raindrop-Implantat eindeutig im Vorteil ist und wohl auch in der Haze-Induktion. Ich habe gehört, dass Optical Express relativ viele wieder explantieren musste. Aber sowas wird natürlich immer nur unter der Hand erzählt bei irgendwelchen Expert-Meetings. Ich weiß nicht, wissen Sie da vielleicht mehr an wissenschaftlichen Fakten? Nein, das weiß ich jetzt nicht, aber was tatsächlich der Fall ist, dass es nach einer kurzen Euphorie relativ schnell wieder ruhig wurde, wenn Sie also auf den Kongressen gehen und in den speziellen Sitzungen sind die Zahl der Vorträge plötzlich weniger geworden, was Kamera angeht. Das ist mir aufgefallen. Und es kommen auch, normalerweise kommt erstmal so, stellen alle vor, das erste Implantat, die ersten 3-4 Patienten, und dann kommt im nächsten Jahr, kommen dann schon mal so 1-2 Jahresergebnisse, und dann irgendwann wird es dann häufiger genannt. Und das ist, nach der initialen Euphorie kam jetzt gar nichts mehr auf den internationalen Meetings. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da jetzt eventuell ein paar Vorträge kommen mit Komplikationen, wobei von dem Raindrop, das ist ja auch quasi in der Startphase noch, da denke ich, werden wir auch mal abwarten müssen, wo das hingeht. Zumindest von der Biokompatibilität her und so weiter ist das sicherlich was, da in dem Interface keine großen Probleme machen wird. Und sicherlich die korneale Behandlung der Presbyopie, da kann man ja darüber philosophieren, wo sollen wir Presbyopie behandeln, an der Quelle selber, an der Linse oder eben an anderen optischen Flächen. Und die Kornea ist ja jetzt im Moment da auch eines der wichtigsten Orte im Prinzip. Ja, uns persönlich hat einfach die Reversibilität einfach überzeugt. Patient verträgt es, Flap auf, Implantat weg, Flap zu.